Pistole einmarschieren. Und wir üben jetzt, wie man das macht, wie man den Einmarsch, den Aufmarsch vorbereitet und dann in diese entmilitarisierte Zone. Es sind es ungefähr 200. Insgesamt reden wir von einer Übungsbeteiligung von ungefähr 2000 Soldaten. Bemerkenswert ist dabei, dass es eine sehr multinationale Übung ist. Wir haben insgesamt 12 Nationen, die sich einbringen in diese Übung. Das ist zum Teil so, dass diese Kameraden aus anderen Ländern in dem Hauptquartier mit uns arbeiten. Es ist aber auch zum Teil so, dass sie tatsächlich Truppe bringen. Das tun die Holländer, das tun die Österreicher. Und wir reden von einer Größenordnung von ungefähr 450 Fahrzeugen.